Ihr Lieben, letzter Tag vorm Start meines Caminos. Ich laufe jetzt nochmal zum Pilgerbüro und frage, ob morgen der napoleonische Weg freigegeben ist. Letztes Wochenende war er es noch nicht. Die Aussichten standen gut. Ich frage jetzt, ob der frei ist. Und dann zeige ich euch gleich mal, wo ich den Ausweis bekommen habe. Ja, und hier läuft man also in die Altstadt von Saint-Jean-Pied-de-Port. Wir laufen direkt auf die Pont und das Port de Notre-Dame zu. Das ist der Kirchturm da oben mit der Uhr. Dahinter geht es dann schon schön bergauf zum Pilgerbüro. Punkt 14 Uhr passieren wir die Pont de Notre Dame. Und jetzt das Port. Und da vorne, wo heute, na, ich würde mal sagen, im Moment so 100 bis 120 Pilger anstehen, ist das Pilgerbüro, wo der Schlaurigo schon letzte Woche Freitag war. Ich habe meinen Pass hier besorgt. Hier kriegt man alle wichtigen Informationen. So, Pilgerbüro hat grünes Licht gegeben. Der napoleonische Weg ist frei. Wenn das Wetter sich jetzt nicht noch drastisch ändert und bis morgen früh Schnee und Eis bringt, was sehr unwahrscheinlich ist bei 27 Grad, sollte das wohl gut gehen. Somit geht's dann morgen los, ihr Lieben. Ich nehme euch immer ein Stück mit. Kamera ist dabei, natürlich nicht auf der ganzen Etappe, aber an Pausenpunkten oder Dingen, Plätzen, Orten, wo ich meine, das könnte ich euch mal zeigen, schalte ich sie ein. So seid ihr immer ein Stück dabei. Tagebucheintrag 6.4.24, 50. Geburtstag, Tagesziel Roncesvalles. Die erste Etappe habe ich geschafft. Es war unfassbar anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so flink hier bin. 8 Stunden 15 Minuten ist eine echt gute Zeit. Es waren heute 28,3 Kilometer insgesamt zu Fuß. Die Laune und die Motivation hielten den Tag über an. Ich hoffe, morgen geht es auch gut. Fazit heute: Ich kann nicht mehr, ist oft nur so dahingesagt. Guten Morgen, Herr Walewski. Guten Morgen. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank. Jetzt bist du flotte 30 Jahre alt. Hey, das ist wie 25, nur doppelt so gut. Okay, also 50 Jahre alt. Und startest dein Projekt. Ich bin so verrückt. Hab auch ganz schön Schiss in der Buchse. Ja, vor der ersten Etappe, ne? Was habe ich mir dabei gedacht? Also, heute gibt es 25,92 Kilometer mit 1432 Höhenmetern. Ist so ein Klacks. Untrainiert. Untrainiert? Schau dir mal diese Waden an. Ja, die Waden machen nicht das Problem, glaube ich. Aber die Oberschenkel vielleicht. Die sind noch trainierter. Mhm. Also ich laufe jetzt los, Leute. Drückt mir die Daumen. Ja. Dass ich ankomme. Und nicht schon morgen sage, ich will nicht mehr. Aber hey, ich habe ja Zeit. Genau. In diesem Sinne, macht es gut, ne? Ich bin immer weg. Tschüss. Damit guten Morgen von meinem Camino. Samstag, 6. April 2024. 50 Jahre bin ich jetzt alt und ich starte heute
von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela und dann noch weiter nach Finisterre. Was habe ich mir dabei gedacht? Bin ich eigentlich bekloppt? Kommt mit auf diese abenteuerlichen Reise. Größtes körperliches Abenteuer, was ich jemals mir vorgenommen habe. Bin gespannt, ob ich es schaffe. Jetzt geht es einmal zum Ausgangspunkt und dann laufen wir los. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Camino-Video, unserer ersten Etappe. Und ihr glaubt gar nicht, wie verwirrt ich hier gerade rumrenne, weil normalerweise machen wir alles im Team, die Abfahrtsbereitschaft. Und obwohl ich natürlich trotzdem weiß, was Rico alles draußen macht, stand ich hier gerade völlig verwirrt und wusste nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich habe ich mittlerweile die Hälfte fertig, aber es ist doch ein komisches Gefühl, irgendwie jetzt alleine zu starten und ihn zurückzulassen. Dabei ist er schon vorgelaufen. Ja, also jetzt heißt es noch, entsorgen, Müll wegbringen, Sitze drehen und dann fahre ich auch los. So, die ersten 5 Kilometer sind geschafft. Und das war heftig. Nur bergauf. Die ersten 2 Kilometer waren wie Treppensteigen. Ich dachte, Leute, euer fucking Ernst? Ja, ich sag euch, immer aufpassen, was man sich wünscht, was man sich vornimmt und was man dann auch noch verkündet. Aber bin guter Dinge. Und die Aussicht hier ist doch wohl Bombe. Absurd. Absolut absurd. Da muss ich noch hoch. Dann hat man ein Drittel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie steil das ist. Kommt ja auf der Kamera immer nicht rüber. Das ist original Bergsteigen. Ich schwöre. Treppensteigen, Entschuldigung. Wahnsinn. Ein Liter Wasser ist weg. Banane muss da auch schon sein. Weiter geht's. Augenblick. Kurz was trinken. Und ab jetzt brauche ich echt die Stöcker. Die hole ich jetzt mal raus. Und wenn ich trinke, genieße ich nochmal diesen Blick. Aber wie immer bei Rico und Tadja, aufgeben ist keine Option. Nicht sabbeln, machen. Hier sehen Sie 3 vollständig irritierte Hunde, die nicht verstehen, warum wir Härchen nicht mitgenommen haben. Sie suchen und suchen und suchen und verstehen es einfach nicht. Und hier sehen Sie eine völlig glückliche Frau Jansen, die es geschafft hat, den Pass hochzufahren. Denn auch ich hatte ein bisschen Aufregung vor der ersten Etappe, will ich es mal nennen. Weil ich fahre zwar Fredo auch öfter mal, aber an so Serpentinenstraßen habe ich mich noch nicht rangetraut, weil meine Höhenangst ja nicht ganz weg ist. Jetzt ist hier aber das Glück, dass ich an der Innenseite hochfahren konnte. Halt, ich war nicht an der Außenseite, das kommt aber auch nochmal. Werde ich dann auch schaffen, aber ich bin oben, bin total glücklich. Und habe uns jetzt erstmal hier auf dem Pass oben geparkt, weil wir in, ich kann diesen Namen nicht aussprechen,
Roncesvalles, glaube ich, also das Ziel der ersten Etappe. Da ist nur ein ganz schiefer Dorfparkplatz, da will ich nicht den ganzen Tag verbringen, da kann ich nicht gut mit den Hunden laufen. Aber hier oben auf dem Pass, ich mache euch mal einen Schwenk, geht es da in den Wald rein, sodass ich jetzt gleich mit denen laufe und dann heute frühen und späten Nachmittag noch mal schöne Runden mit denen mache und dann nur runterfahre, um zu schlafen und für Rico da zu sein. Hier oben schlafen haben wir auch überlegt, aber es ist ziemlich windig, das schaukelt so. Und jetzt nach den zwei schwülen Nächten, wir haben ja kein Auge zugekriegt die letzten Nächte, ist für eine windige Nacht vielleicht nicht so gut für ihn. Ne? Aber wir schreiben nachher mal gucken. Ich habe ihm gerade schon eine WhatsApp geschickt und gefragt, wo er bleibt. Ich bin schon oben. Mal gucken, ob er mich haut nachher. Erst 9 Kilometer habe ich, ihr Lieben. Horizont, nur bergauf. Es ist unfassbar anstrengend gewesen. I don't know. Aber ja. Jetzt gibt es erstmal Geburtstagsfrühstück. Habe ich mir verdient. Die Aussicht ist echt geil. Manche hören hier in Horizont schon auf und schlafen hier. Kommt für mich nicht in Frage, ich zieh durch. Nicht sprechen, Leute. Halbzeit, 12 Kilometer, und es geht nur bergauf immer noch. Es ist die Hölle. So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen Zeit genommen und habe meine Außenwerbung installiert. Weiß jeder, dass ich eine Herberge bin, aber nur für eine Person. Ihr Lieben, ich hoffe, man versteht mich. Hab gerade an einer Quelle Wasser getrunken, eiskalt aus den Bergen. Jetzt ging es ein bisschen geradeaus, zu früh gefreut. Ich hasse es so sehr. Warum? Kilometer, wollt ihr wissen, an dieser Stelle? 18. 6 Kilometer noch. Und noch 4 bis zu Tanja. Dann gibt es eine Pause. Auf dem Ivanita-Pass. Leute, ich bin angekommen. Also, ich bin jetzt vom Pass runtergefahren. Ich bin so stolz auf mich. Es ist jetzt, oh, ich hoffe, das kann man verwenden, 14.40 Uhr. Um 9 Uhr bin ich gestartet. Das ist doch enorm. 18 Kilometer in 5 Stunden, 40 Minuten nur bergauf. Für einen untrainierten Rico. Also ich bitte euch, das machen wir nach. By the way, wie proudly präsent. Region Navarra. Was bedeutet? Ich bin in Spanien. Viva España! War ich doch letzte Woche auch schon. Juhu!
Leute, ich bin angekommen. Also ich bin jetzt vom Pass runtergefahren und da war es ja sowas von windig, also es hat jetzt auch keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich habe die zwei großen Hunderunden da erledigt, sodass ich jetzt hier nur noch kurze gehen muss, weil hier ist nur ein Parkplatz, zeige ich euch gleich. Und jetzt fange ich mal an zu kochen. Es gibt heute einen Eintopf, beziehungsweise so eine Art Erbsen-Eintopfsuppe. Dann brauche ich das nachher nur warm machen. Sobald Rico kommt, das könnte noch so anderthalb Stunden dauern. Dann hat er aber auf jeden Fall sofort was zu essen, weil der hat dann ganz schön was geleistet heute. So, ich habe uns jetzt das Starlink aufgebaut, damit wir gleich Internet haben, unabhängig vom LTE, weil das ist hier gerade gar nicht so gut. Und ich schneide gerade Zwiebeln. Es ist hier immer noch so schwül, also hier unten ist es jetzt immer noch etwas windig, aber nicht stürmisch. Also hier kann man sehr gut schlafen, denke ich. Und es ist immer noch auf dem Pass oben 24 Grad gewesen. Und hier sind es jetzt 27 Grad und immer noch dieses schwüle Drücken. Ne? Also ich hoffe, Rico hatte viel schönen, frischen Wind unterwegs. Das wird er euch ja selber erzählt haben. Naja, und ich bin ein bisschen heiser. Ich weiß nicht genau warum. Das bin ich schon seit ein paar Tagen. Ich huste auch, aber es ist nur so ein Reizhusten und ich fühle mich null krank. Also keine Ahnung, was das ist. Naja, na gut. Ich wollte euch aber eigentlich erzählen, dass ich gerade 23 Minuten gebraucht habe, um uns hier gerade hinzustellen, weil das ist ein komplett abfallender Parkplatz, also das ist eine Hanglage. Und wir hatten uns ja vorher ein paar ausgeguckt, die passen würden vielleicht. Die waren natürlich alle besetzt, dann habe ich zwei ausprobiert, bin auch auf Klötzchen gefahren oder wieder runtergefahren auf einem Platz, weil dann ein besserer frei wurde, dann bin ich da schnell rüber. Dann hatte ich ihn fertig ausnivelliert, auf Klötzchen gefahren. Da bin ich ja mittlerweile Profi drin, kein Problem, obwohl das immer hinten schwierig ist. Also man muss dann halt, wenn man alleine ist, immer gucken, wie weit steht man drauf. Also immer wieder aussteigen, einsteigen. Das ging aber gut. Dann dachte ich gerade, ich wäre fertig und dann höre ich, dass ich so weit hinten bin, nicht, dass ich einen Baum gestriffen hätte oder so. Aber dass da ein großer Ast oben mit dem Wind immer wieder tock, tock, tock ans Auto knallt. Das heißt, wieder von den Klötzchen runter, einen halben Meter nach vorne. Passte gerade noch so, dass ich hier niemanden störe. Und wieder auf die Klötzchen. Alles in allem waren das dann 23 Minuten und ich hatte da gar keine Lust drauf eigentlich. Naja, ich dachte, ich fahre mal eben schnell hier hin, ne? Wie das immer so ist. So, jetzt mache ich Essen. Und dann sehen wir mal, was wir für einen Ehemann gleich wieder kriegen. Ob der überhaupt noch reden mag, ob der so ins Bett fällt oder ob der gut drauf ist. Ich vermute fast Letzteres. Jetzt zeige ich euch kurz den Parkplatz. Also der ist komplett so abfallend. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und nur diese äußeren Plätze gehen einigermaßen. Die habe ich halt hingekriegt. Ich muss mir jetzt erstmal die Erbsen aus der Heckgarage holen. Kalle fragt sich, wo ich hingehe. Lulu fragt sich, wo ich hingehe. Schön warten, Mäusi. Ja, weil alles, was wir sonst immer so im Team machen, Schatz, hol mir mal eben die Erbsen oder Schatz, hol mir mal eben dies oder mach mal eben das oder guck mal, ob ich richtig auf den Klötzchen stehe, ist ja gerade nicht, ne? Also, selbst ist die Frau, dauert halt alles nochmal doppelt so lange. Da ist das Ding. Da drin abgeholt. Tagesziel erreicht. Ich bin völlig fertig. Brauche keine Herberge. Die Pilger, die jetzt hier noch so sitzen, die haben alle eine Farbkarte bekommen und werden dann aufgerufen, wenn sie in die Herberge dürfen. Und ich gehe jetzt in meine Herberge in Fredo. Und dort wartet meine liebe Frau auf mich. Und dann feiern wir Geburtstag. Bis später. Da hinten kommt er, angelaufen. Es ist 17.24 Uhr. Er war aber schon eine Weile da, hat sich einen Stempel geholt und so oben. Das habe ich mitgekriegt über Apples Wo ist, weiß ich ja, wann der wo ist. Und kommt jetzt mit letzter Kraft zu Fredo gelaufen. Aber mit guter Laune, das habe ich gerade schon gehört. Das härteste Stück wurde vom härtesten Hund bezwungen.
Hallo! Champion! Unfassbar. Unfassbar. Ich hab's geschafft. Du hast es gerockt. Und die Hunde sind happy. Herrchen ist doch nicht vergessen worden. Und? Ich wurde nur zweimal überholt von Leuten, die vor mir Pause gemacht haben. Geil, ey. Immer noch wichtig fürs Ego, wa? 9 Uhr losgelaufen. Um 17.15 Uhr oder wann warst du oben? An der Stempelstelle. Mhm. Ich glaube 17.15 Uhr, irgendwie so. Ja, also bei wo ist was so. Ja. Und dann verteilten die so Farbkartenumhänger und die wurden dann aufgerufen, weil die ja alle abarbeiten müssen. Die Stempel? Ja, und weil die denken, die brauchen alle ja, die meisten brauchen eine Herberge. Ach so, und du brauchst ja nur einen Stempel. Ich bin stumpf ins Pilgerbüro. Senior, Senior, Monsieur, I just only need a stamp. Ah, okay. Und dann habe ich noch so eine Karte ausgefüllt, woher ich komme, wer ich bin überhaupt. Ja. Wie alt ich bin, wollten sie wissen. Und wie viel standen da jetzt in der Schlange? Schlange, das verteilt sich ja in dem ganzen Klosterhof. Aber es waren locker 200-300. Ja, ne? Ja. Wahnsinn. Aber ich habe hier meine eigene Herberge. Genau. Du schwelgst im Luxus. Hast du denn auch ein Hungerchen? Nee. Echt nicht? Nee. Ich habe schon gekocht. Ja, guten Appetit. Ich könnte jetzt mal was Kaltes trinken. Ja, kriegst du gut. Weil ich habe 2 Flaschen Wasser weggezogen. Aber immer so piwarm dann, ne? Nee, das Auffüllen habe ich auf 1400 Meter Höhe gemacht. Na gut, das ist... Eiskaltes, das ist Schmelzwasser. Ja, das war geil. Ein Getränk und dann kommt der Hunger bestimmt auch irgendwann. Ja, jetzt lege ich mich kurz hier hin, ne? Du kannst dich ja auch hier drin hinsetzen. Nein. Soll ich dir die Dusche klar machen? Nein, erstmal nicht. Kann ich selber später. Erstmal runterkommen, okay. Ja. Gut, gut. Dann. Ach so, wen es interessiert, Füße so in Ebene, voll easy. Mhm. Berg hoch, die Hacken, mhm. Scheiße, weil die immer ja abdrücken müssen und die Ballen. Und runter auch der kleine und der vorkleine Zeh, mhm. weil man immer bremst. Hölle, wirklich Hölle. Und es ging bis 2 Kilometer vom Ibaneta-Pass wirklich stundenlang bergauf. Ja. Ich habe fast geweint. Und dann denkst du, oh, hinter der nächsten Kurve wird es bestimmt flach. Ja, bestimmt. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Oh Gott. Aber hey. Du hast es geschafft. Ich bin eine Maschine. Also, machen wir jetzt Feierabend. Ja. Und ihr seht uns dann in Etappe 2. Und jetzt feiern wir Geburtstag. Genau, weil der Herr hat ja auch noch Geburtstag. Also, reiß noch mal die Arme hoch. Wuhu! Bis morgen. Ah, Schultern.